Hallo meine Lieben, heute war im Adventskalender drin eine kleine Katze mit einer Maus auf dem Kopf und was ich dafür eine Idee dazu hatte, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja gesagt, dass es in meinen oder bei meinen Geschenkgutscheinen oft darum geht, Zeit zu verschenken oder gemeinsame Zeit. Das muss jetzt aber nicht nur Zeit mit mir sein, sondern das kann auch sein, dass die Person Zeit für sich bekommt oder ein Paar zum Beispiel Zeit bekommt. Und genau darum geht es heute, weil ich habe, das Motiv ist ja die Katze und die kleine Maus auf dem Kopf. Und da dachte ich mir so ein nettes Sprichwort von wegen, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse, sowas in dem Stil. Und da habe ich dran gedacht, es wäre doch eigentlich cool, Eltern quasi einen Gutschein zu geben, dass die mal auch wieder einen Abend oder einen Nachmittag für sich bekommen, damit sie das zu zweit verbringen können. Und ja, da dachte ich, ich mache so symbolisch ein Mini-T-Shirt. Ich könnte mir auch vorstellen, ne, dass ihr zum Beispiel in der Größe von den Kindern, dem Kind oder den Kindern, solche Shirts macht und da was drauf macht. Ich habe jetzt hier symbolisch einfach so ein Mini-Shirt. Ich liebe diese Dinge, da habe ich immer ein paar vorrätig, weil man da wunderbar auch Sachen drauf zeigen kann oder die eben symbolisch verschenken kann. Auch über eine Flasche stülpen. Also ich finde das wirklich cool. Von dem her, da habe ich immer ein paar Stück bei mir. Ich werde heute ein weißes verwenden und dann so ein bisschen mit den Farben spielen. Das heißt, ich werde schwarz das Motiv machen und dann bin ich mir noch unsicher. Ich dachte heute Morgen eigentlich noch lila. Aber jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie Lust auf das hier, auf das Türkis. Und wenn ihr euch fragt, ich habe hier ganz großen Resteordner noch. Und von Cista sind das die Folien. Das ist die PS Film Easyweed. Und ich bewahre da tatsächlich all meine Resten auf. Und dann kann ich, wenn ich eben sowas mache, zum Beispiel, kann ich einfach durchblättern und gucken, wo ich gerade noch so Reste habe, die ich dann verwenden kann. Und natürlich oben immer quasi die Nummer aufgeschrieben, damit ich dann, wenn ich irgendwann nachbestellen muss, das auch noch weiß. Es wäre schön, wenn ich euch fragen könnte, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass ich hier mit der Farbe gehe. Jetzt kommen wir noch zum Design. Ich habe das kurz im Cricut Design Space vorbereitet, weil ich das hier mit der Cricut Joy Extra mache. Die ist bei mir echt im Dauereinsatz. Ich finde die wirklich von der Größe super und eben für mich der Vorteil, dass ich das Ganze mit der App bedienen kann. Es ist für mich wirklich einer der Hauptausschlagpunkte. Ich wünschte mir, dass die anderen Plotter das auch hätten, dass ich die wirklich anständig auch mit einer App bedienen kann. Aber nun ja, im Moment ist es halt Cricut. Ich habe hier die Datei reingeholt. Wenn ihr die Datei von mir herunterladet auf iPad oder auf PC, könnt ihr hier auf Hochladen gehen und dann könnt ihr Dateien suchen machen und die entsprechende Datei aussuchen. Ich hatte jetzt die SVG-Datei ausgewählt. Wenn ihr ein PNG habt, dann kommen in der Regel zwei Auswahlmöglichkeiten, nämlich ob ihr das schneiden wollt oder drucken und schneiden. Dann könnt ihr dem einen Namen geben und das speichern und dann wird es auch schon auf den Bildschirm reingeholt. Ich schiebe das kurz ein bisschen runter, damit ihr das seht. So sieht die Datei bei mir dann aus. Jetzt ist die verbunden, das heißt, ich kann die Verbindung aufheben und ich brauche dieses Offset, das ist ein bisschen verrutscht, aber das brauche ich nicht. Das heißt, das kann ich löschen, das zweite auch nicht, das kann ich auch löschen, ich brauche nur dieses Bild. Und dann dachte ich, ich mache einen Text ringsherum. Hier, Mama und Papa haben heute Auszeit und da könnt ihr ja, ne,
nur Mama oder nur Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa, wie auch immer die Situation ist, könnt ihr das da einfügen. Ich habe von der Schriftart her, habe ich, wo haben wir es? Das ist BFC Gingerbread. Ich würde behaupten, die hatte ich noch vom Silhouette Studio, glaube ich, war die. Aber ihr findet bei Cricut selber auch diverse Schriften oder auch, also das war's. Ich habe mittlerweile kein Abo mehr bei Silhouette, sondern ich nehme die meisten Schriften eigentlich von Creative Fabrica. Da hat es wirklich Tonnen an Schriften und dementsprechend sehen auch ist auch mein Speicherplatz durchaus belegt mit Schriften. Genau, das heißt, ich habe hier einfach einen Text eingefügt, dann gesagt Mama und Papa. Das ist eine. Dann habe ich eben gesagt, hier, es ist BFC Gingerbread. Dann habe ich aber hier die Wörter, also die Buchstaben so ein bisschen auseinandergezogen, weil das war mir zu eng. Vielleicht, ich habe auch das noch ein kleines bisschen kleiner gemacht. So, hier mal in der Größe. Und was ich hier auch noch gemacht habe, ist hier kurz, ich kann es über Offset machen, ihr könnt auch einen Kreis hinzufügen. Machen wir hier kurz einen Kreis rein. Jetzt gehen wir da auf Bearbeiten, Anordnen in den Hintergrund. Geben dem kurz auch noch eine andere Farbe, damit man da ein bisschen mehr sieht. So, jetzt können wir das Ganze noch ausmitten. Perspektive, ich mache ihn noch ein kleines bisschen kleiner. Es geht einfach darum, dass ich ringsherum einen Anhaltspunkt habe, wo die Schrift hin soll. Dann wollte ich die eben noch so ein bisschen auseinandernehmen. Da gehe ich hier über den Speersatz und sage einfach so noch ein paar Mal Plus. Ich würde sagen, so passt das für mich. Packt es wieder in die Mitte und quasi an die Linie von diesem Kreis dran. Und jetzt gehe ich hier auf Kurve und dann kann ich das Ganze verbiegen und jetzt gucke ich eben, dass die Linien schön auf dem Kreis gehen, den ich gemacht habe. Sage fertig. Dann kann ich das hier duplizieren, mache das hier so ein bisschen unten, ändere den Text kurz. Haben heute Auszeit. Fertig. Jetzt ist es in die falsche Richtung gebogen, das heißt, ich gehe wieder auf diese Kurve, diesmal aber in den Minusbereich. Mal sagen fertig, weil ich habe vergessen, das in die Mitte zu schieben. Können wir es immer noch anpassen. Ja, ich würde sagen, so passt es. Dann kann ich diesen inneren Kreis kann ich löschen, den brauche ich nicht mehr. Dann könnt ihr dem eben eine andere Farbe geben. Und ich dachte dann, hier auf der Seite ist es ein bisschen leer, deshalb habe ich noch ein Herz eingefügt. Gebe hier oben ganz einfach den Suchbegriff Heart ein.
dann könnt ihr da so ein bisschen suchen, was euch gefällt. Ich habe das hier genommen, zum Arbeitsplatz hinzufügen, anzeigen. Jetzt habe ich es, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Genau. Jetzt muss das natürlich wesentlich kleiner sein. Und dann drehen wir das auch noch so ein bisschen, dass es zum Design passt. Und packen das so quasi in die Mitte von diesen beiden Wörtern. Dann können wir das noch duplizieren. Spiegeln horizontal. Und das einfach noch auf die andere Seite platzieren. Und dann natürlich auch dieselbe Farbe auswählen, wie der Rest vom Kreis ist. Genau. Und jetzt müssen wir eigentlich alles bis auf das mittlere Bild markieren und dann verbinden sagen. Und beim Bild gehe ich sicherheitshalber auch nochmal drauf und sage verbinden, dass das wirklich alles schön zusammenhängt. Und dann könnt ihr gucken, wie groß es das Ganze wird. Ich gehe jetzt kurz auf mein Design, was ich vorhin schon vorbereitet hatte. Und gucke mir hier kurz an, wie groß das ist. Respektive gucke hier kurz drauf, wie viel Platz ich hier überhaupt habe. Da es so ein Mini-T-Shirt ist, würde ich sagen, können wir gut auf 9x9 gehen. Das heißt, hier Breite gehen wir auf 9. Und natürlich gucken, dass das Schlösschen geschlossen ist, damit das proportional kleiner wird. Ich mache das jeweils so, dass ich hier schon spiegle, horizontal. Weil wir arbeiten ja mit einer Hitzetransferfolie und von dem her müssen wir das eigentlich immer spiegeln. Und ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich schon alles vorbereitet und so kann ich auf Herstellen gehen. Dann auf der Schneidematte. Jetzt kommt zuerst das Schwarze und dann als zweites das hier. Ich gucke mir die Matten immer vorher kurz noch an, einfach um sicherzustellen, dass ich alles richtig verbunden habe, weil manchmal vergesse ich es, dann wird es irgendwie wild durcheinander hier irgendwie. Nur das, wenn ich die Schriften jetzt nicht verbunden hätte, dann würde er versuchen, das möglichst platzsparend auf der Matte zu verteilen. Dann sehe ich natürlich, dass das so nicht passt, dann kann ich nochmal zurück. Genau. Dann wieder auf die erste Matte, sagen Zubehör auswählen. Dann bei Materialien ist es bei mir ein Everyday Iron-On. Wenn ihr Folie noch nie geschnitten habt mit entweder dem Plotter oder dass ihr überhaupt eine neue Folie habt, dann macht auf jeden Fall Testschnitt. Einen Testschnitt, damit ihr seht, ob die Schnitteinstellungen passen. Genau, und dann werdet ihr bei Hitzetransferfolie immer darauf hingewiesen, dass ihr das spiegeln müsst. Da ich das aber schon auf meinem Arbeitsplatz gemacht habe, muss ich das hier nicht machen. Dann sagt ihr eigentlich auch schon, ich kann die Matte laden und loslegen. Das heißt, wir hatten zuerst gesagt schwarz, das Glänzige kommt immer unten. Ich muss kurz gucken, ob meine Folie überhaupt ausreichend ist. Der geht maximal auf 7. Ja, die reicht. Wunderbar. Sorry, nochmal weiter. Dann haben wir das. Dann kann ich die Matte laden. Er guckt, ob die Matte richtig ausgerichtet ist. Und dann kann ich lossagen. So, wenn er fertig ist, kann ich sagen, auswerfen.
das von der Matte lösen. Und noch das zweite auf die Matte platzieren. Auch wieder das Everyday Iron-On nehmen und das noch schneiden lassen. Dann mache ich das jeweils so, dass ich das, was ringsherum ist, schneide ich weg, weil das kann ich gut noch für ein anderes Projekt verwenden. Und dann kann ich hier schon mal mit Entgittern anfangen. Die Teile sind schon extrem, also na, ich bin hier durchaus an die Grenze gegangen von wegen, wie filigran sollte man schneiden. Und ich habe hier so zum Entgittern, finde ich das bei so kleinen Sachen einfacher. Ich habe hier einfach einen Druckbleistift genommen, dann das vorne abgeschraubt, eine Nadel reingemacht. Das ist eine ganz normale Nadel, die man zum Nähen braucht, und dann das wieder draufgeschraubt, und so habe ich wunderbar ein Entgitterungswerkzeug, wo ich eben auch die kleinen Teile erwische. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, upsi-dupsi, was ich da entgittern muss. Von dem her nehme ich ganz einfach das Bild nebendran und kann da kurz rüber schielen. So. Wie gesagt, es war grenzwertig von der Größe her. Und das hier ist ein Trick, den ich von Miriam von der Plottertante gelernt habe. Ist mir selber so nie in den Sinn gekommen, dass man hier ganz einfach eine Stelle frei lässt, da die kleinen Teile drauf abstreift, weil die verteilen sich sonst überall auf dem Tisch, weil die so ein bisschen elektrostatisch geladen sind. Dann kann ich das ganz einfach abschneiden. Problem gelöst. Und hier, weil ich habe innen drin einen ganzen Kreis, den ich quasi wunderbar noch für irgendetwas anders verwenden kann. Somit schneide ich den ganz einfach weg und kann das noch für was anderes verwenden. Vielleicht noch kurz was zum Thema Gitterhaken. Ich habe natürlich auch den von Cricut, aber wenn ihr euch die Spitzen anguckt, dann seht ihr vielleicht das. Hier die von Caesar, die ist massiv dünner und das vereinfacht das Ganze halt einfach zum Entgittern. Deshalb, also ich verwende den von Cricut sehr, sehr, sehr selten. Es sei denn, ich habe riesige Teile und es spielt keine Rolle, dann geht natürlich auch der. Aber sobald hier ein bisschen filigraner geht, hilft es, wenn ihr einen filigranen Entgitterungshaken habt. Es gibt auch solche, die lieber mit Pinzette entgittern. Ich weiß auch nicht, ich habe massenhaft Pinzetten und ich habe ein super Set auch von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen. Und also man kann damit auch entgittern. Ich bin es mir einfach so dermaßen gewohnt. Und na, sie hat sogar für mich graviert. Ne. Das ist natürlich eine Luxuslösung, von dem her müsste ich eigentlich die mehr verwenden. Machen wir jetzt gerade. Das hat, glaube ich, wirklich einfach was mit Gewohnheit zu tun. Hier die Ecke abschneiden mit den Entgitterungsresten drauf, und dann haben wir auch das schon gemacht.
So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich verpressen. Das bereite ich kurz noch vor. Ich habe hier die Mini Heat Press, die stelle ich auf die Stufe 2 ein, weil die Folie von Sisa muss bei 155 Grad für 15 Sekunden gepresst werden. Deshalb eben die Stufe 2 und die 15 Sekunden zähle ich quasi im Kopf. Da ich vorhin gerade so bei den Tipps und Tricks war, auch so ein Tipp, ihr müsst ja diese Schutzfolie immer wieder drauflegen und da der Tipp einfach, dass ihr mit Vinylfolie kurz was drauf schreibt, weil dann wisst ihr jedes Mal auch, auf welche Seite ihr das legen müsst. Wenn ihr es nicht lesen könnt, dann war es die falsche Seite. Das ist ein kleiner Tipp. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr das auch mit dem Bügeleisen machen könnt, ja, ich habe das ein Jahr lang auch gemacht. Habe aber dann gemerkt, dass das eher mühsam ist. Das Ding hier zum Beispiel, die Mini, die kostet die 75 Franken, ist eine gute Investition, weil beim Bügeleisen habt ihr unten Löcher, dann müsst ihr da drauf gucken, dann habt ihr nicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Also ich finde es einfacher, die Mini Heat Press, wo ich überall hinkomme. Dann gibt es natürlich auch die größeren. Für größere Motive, auch die finde ich super. Ich habe 2 davon. Von dem her, plus dann eben auch noch eine Hebelpresse. Aber da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Natürlich Fussel abrollen und kurz einmal vorher mit der Mini Heat Press drauf. Damit nehmt ihr die Restfeuchtigkeit raus und könnt auch wunderbar gleich noch die Falten so ein bisschen rausbügeln. Dann sieht das auch wieder schön aus. Dann können wir das hier mal so mittig drauflegen. Respektive, eigentlich müssten wir das in zweimal pressen, aber da ich hier wunderbar einen Kreis ringsherum habe, schneide ich jetzt hier einfach schön entlang von diesem Kreis das weg. Weil dann könnte es sein, dass ich sogar in einmal pressen kann. Gucken wir uns kurz an. Weil das Thema ist, bei zweimal pressen oder mehrfachen Pressen, die Folie schrumpft immer so ein kleines bisschen mit dem Pressen. Und je öfters ihr da drauf geht, umso mehr schrumpft die. Wäre jetzt bei zweimal nicht wirklich ein Problem, aber wenn ich es gleich so hinkriege, in einmal machen wir das natürlich. So. Das heißt, ich gebe das hier möglichst mittig auf das T-Shirt drauf. Jetzt geht es einfach darum, dass natürlich die schwarze Folie liegt drunter, die türkise drüber und jetzt darf einfach nirgendwo, wo ich Folie habe, von dieser Übertragungsfolie hier von der schwarzen, die auf der schwarzen Folie liegt, drüber liegen. Also ich habe überall, wo ich jetzt Flexfolie habe, liegt auch nichts von dieser Übertragungsfolie. Und so kann ich es tatsächlich in einmal pressen. Das heißt, die 15 Sekunden zähle ich im Kopf. Was ihr auch nie machen dürft, ist, dass ihr mit der Hitze direkt auf die Folie drauf geht, weil die schmilzt euch sofort. Wenn ihr da irgendetwas zum Beispiel bügen wollt, was eine Folie drauf hat, dann müsstet ihr da ein Backtrennpapier drüber machen. Guck mal, ob ich das schon lösen kann. Die hier ist ein Warm- oder Kalt-Abziehen. Müsstet ihr dann natürlich bei der Folie angucken, die ihr habt. Und dann nehme ich einfach jeweils noch kurz ein Stück Backtrennpapier und gehe da nochmal drüber. Und so fällt das wunderbar.
Die können wir auch schon wieder ausschalten. Und wenn ihr euch fragt, wie merke ich, ob das richtig verhaftet ist hier, dann könnt ihr euch jeweils die Folie so ein bisschen schräg anschauen, also das ein bisschen gegen das Licht halten. Und wenn ihr die Struktur von eurem T-Shirt in der Folie drinne seht, dann ist es eigentlich wunderbar drauf. Und das ist mein kleines Mini-T-Shirt. Bin froh, habe ich diese Farben gewählt. Ich finde, die passen wunderbar. Und dann ist meine Idee eben, das zu verschenken und dann eben mit einem Spruch zum Beispiel drin in der Karte von wegen eben, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Um das zu verhindern, bin ich da. Ne? Ich würde dann für einen Abend den Hütedienst übernehmen. Sagt man das auf Deutsch? Weiß gar nicht, also auf die Kinder aufpassen. Ne? Genau, das war die Idee für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald!